Unionen Köln. Herzlich willkommen zum Burgkraft 3 Finale. Wir sind Rebound Calder wieder mal für euch dabei und wir werden für euch das Hauptfinale im Burgkraft 3 moderieren zwischen Grubby und Moon, das Traumfinale, das sich so viele hier ersehnt haben. Gestern konnten beide Player diese Begegnung perfekt machen und wir zeigen sie euch jetzt hier live auf der Stage. Night Elf versus Ork Korea gegen Holland und hier haben wir ihn bereits im Bild. Hier haben wir Moon. Ja, J-Ho Jung spielt bei den Meteor Makers genauso wie sein Kontrahent Grubby und er ist zum dritten Mal bei der WCG dabei, wurde Gruppensieger vor Hot, ungeschlagen in der Gruppenphase, gewann dann im Achtelfinale 2:0 gegen den deutschen Vertreter Sokol, im Viertelfinale 2:1 in einem unglaublichen Match gegen Ted und im Halbfinale schlug er ebenfalls in einem unglaublichen Match Happy mit 2:1, der übrigens Dritter wurde nach dem Sieg im Spiel um Platz 3 mit 2:0 gegen Hot von Grubby. Das Gaming. Und hier ein kleiner Applaus für unsere koreanischen Freunde am Moderationstisch. Also hier, die Jungs sind auch mit Herz und Seele dabei. Und hier geht's direkt zum zweiten Player, dem Ork aus den Niederlanden, dem Über-Ork. Manne, schenkt Grüße an AK Grubby. Ebenfalls von den Meteor Makers und aus Holland. Er möchte zum zweiten Mal die World Cyber Games nach dem Jahre 2004 wieder nach Holland holen. Für in der Disziplin Warcraft 3. Da gewann er 2004 im Finale gegen Welcome to ebenfalls einen Südkoreaner mit 2:1. Und ein ebenso spannendes Spiel erhoffen wir uns hier bei seiner sechsten World Cyber Games Teilnahme. Er war immer dabei seit 2003. Er wurde Gruppenzweiter nach einem Tiebreaker gegen Sase. Musste er sich zweimal in der Gruppenphase Sase geschlagen geben. Bezwang im Achtelfinale Nicker mit 2:0. Im Viertelfinale in einem unglaublichen Match Todd mit 2:1. Und im Halbfinale, wie wir gestern gesehen haben, Gravitas Gaming Hot mit 2:0 und wir sehen gleich die erste Map, die wir spielen werden, ist Turtle Rock. Moon hat hier bei der Map bei Knollwood getroffen. Grubby hat sich dafür entschieden, Terraner Stand rauszuwählen. Und hier ist die erste Map. Hier sehen wir Turtle Rock, eine Four-Player-Map. Also hier natürlich mal wieder sehr bedeutsam, wie die Jungs starten, Cross oder Close. Das ist hier auf Turtle Rock die Frage. Und Moon wird sich hier für die Talents entscheiden. Wir haben sie bereits gestern gesehen, den Cyclones, die Talents. Und für Grubby natürlich in die Spawns ebenfalls sehr, sehr wichtig. Wird er Claws finden, kann er mit dem Blade Master wie gegen Hot wieder Akzente setzen oder hat er hier diesmal etwas mehr Pech? Wir werden es jeden Morgen im Spiel sehen. Ja, Moon kam noch nie ins Finale. Bei einem World Cyber Games. In 2004 scheiterte er im Achtelfinale an seinem Landsmann Welcome to, der später im Finale von Grubby besiegt wurde. Und 2007 verlor er gegen Todd in der Gruppenphase und im Halbfinale musste er sich Sky geschlagen geben mit 0:2 und wurde dann immerhin noch Dritter nach einem Sieg gegen Sülligan, den russischen Vertreter. Und er möchte natürlich jetzt hier die World Cyber Games zum ersten Mal gewinnen. Und zwar für sein Land, für Südkorea. Seine Karriere als Pro-Gamer also mit dem Titel hier krönen und das Night Elf Horde Matchup. Wir haben es gestern bereits bei den Spielen zwischen Hot und Grubby gesehen. Natürlich immer wieder für Überraschung, wobei der Ork hier schon sehr stark zeigen konnte, dass er auch in diesem Matchup richtig fit ist, hat den Gegner konstant unter Druck setzen können. Und es wird spannend bleiben, es wird die Frage offen bleiben, ob er das auch gegen Moon schafft, der hier schon ein tolles Turnier gespielt hat und der hier natürlich alles dagegen setzen wird, gegen die Ork Power des Holländers. Das Game startet, wir sehen Grubby vs. Moon, Holland gegen Korea, Anders vs. Ork.
Noch nie hat ein Südkoreaner die World Cyber Games in Warcraft 3 gewonnen. $19,000 gibt's für den ersten Platz, plus das Notebook von Samsung, das wir später dann noch sehr näher sehen werden. Zweiter Platz gibt's immerhin $7,000 und für den dritten gab's $3,500 und das konnte Happy nach Russland holen. Grubby startet rechts unten und links oben Manier startet Moon. Mund auf, Skill rein, also alle Holländer immer sehr schön mit offenem Mund zum Spielen. Wir haben ja schon überlegt, ob sie ja den Skill aus der Luft absorbieren. So ganz sicher sind wir uns noch nicht, aber was Grubby hier bis jetzt hingelegt hat, lässt vermuten, dass die Theorie wohl irgendwie der Wahrheit entsprechen wird. Erst ein Südkoreaner war mal im Finale, eben dieser Welcome Tune, der schaltete eben an Grubby und konnte die Trophäe nicht nach Südkorea holen. Und jetzt will es Moon anders machen, dieses legendäre Duell, das heute sicherlich Geschichte schreiben wird. Zwischen zwei Teammates auch noch, zwischen zwei Teammates von den Meteor Makers. Und wir sehen hier als First Hero natürlich den Blade Master, ganz standardmäßig. Und auf der anderen Seite sehen wir den Demon Hunter, also Demon Hunter gegen Blade Master und Cross Position auf Turn. Rock. Ja, sie ist der First Hero, kurz im Bild gewesen. Da sehen wir den Pian, der Scout Pian auf Seiten von Grubby. Er läuft hier also direkt auf die Close und sucht nach dem Nachtelfen. Wird hier direkt also darauf schließen können, dass er Cross startet und seine Taktik entsprechend anpassen. Hier sehen wir auch schon die ersten Archer auf Seiten von Moon. Wie wir es von ihm gewohnt sind, baut er seinen Ancient of War. Er baut ihn in die Nähe des Creep Spots, um ihn hier als Wood Shield einzusetzen und damit entsprechend creepen zu können. Inzwischen 19 zu bleiben für den Koreaner. Grubby entscheidet sich wie immer für den Blade Master. Und hier beginnt der Creep auf Seiten des Nachtelfen, der sich hier jetzt erstmal dazu entschließt, die Turtles zu creepen. Dann mit dem Demon Hunter ein bisschen Stress machen wird und natürlich versuchen wird auch hier den Blade Master beim Creep zu stören, in die Claws zu klauen nach Möglichkeit. Und Grubby wird versuchen, diese Items hier zu ergattern, um die Criticals seines Heroes entsprechend zu supporten. Ja, auch hier gilt natürlich, der letzte Hit muss von der Archer oder vom Demon Hunter geführt werden, damit die Experience Points für ihn kommen. Cloak of Shadows hat er hier gefunden und Grubby, wie du bereits erwähnt hast, geht sofort an die Ogre Warrior und versucht natürlich da die wichtigen Items für sich abzuschrauben. Und hier findet er nur einen Ring of Protection plus 2, also die Handschuhe der Hast oder eben Circle of Nobility hat er sich gekauft, hat sie eher den Blade Master wahrscheinlich auch noch weggekauft und Dust of Appearance, sodass er gegen den Blade Master im Windwalk vorgehen kann. Und ja, besseres Item, die Handschuhe da hast oder eben die Claws, wie du ebenfalls schon erwähnt hast. Ja, gleich am nächsten Spot, der Blady wieder unterwegs, der First Hero, er läuft hier systematisch ab. Grubby läuft hier systematisch an die Spots, er sucht nach den Items, er will sie, er weiß, wie wichtig das ist, gerade in diesem Matchup, neben der Shockwave, für die sich entscheiden will. Und er bekommt die Claws und Attack plus 6, tolles Item also für den Blady und er geht direkt in den Windwalk, läuft hier am Demon Hunter vorbei, direkt nach unten, wird sich jetzt an der Voodoo Launch erstmal mit Healing Selfs eindecken, dann natürlich die Hitpoints des First Heroes wieder nach oben pushen. 26 Supply für Grubby. Er taggt auf Tier 2. Er taggt weiter, baut weitere Grunts und geht in der Sekunde erneut creep. Ja, relativ Standard-Taktik im Moment. Also wir sehen das gleiche, wie wir gegen Ort gesehen haben. Der Blade Master ist low und von oben kommt der Demon Hunter. Aber da kommt er nicht mehr ran. Jetzt führt er ein paar Schläge aus auf den Grunt und Grubby seinerseits versucht mit dem anderen Grunt den Demon Hunter zu blocken. Und jetzt schafft er das auch. Also, da hätte er ihn beinahe eingeschlossen zwischen zwei Grunts in Rex und der Voodoo Launch. Aber es ist dem hier nicht gelungen. Beziehungsweise Moon hat gut reagiert und seinen Demon Hunter wieder rausgezogen. Das war definitiv knapp. Schöne kleine Falle hier von Grubby. Aber Moon natürlich auch nicht drum reagiert hier direkt. Und jetzt geht's nochmal kurz auf den Hero. Da kommt wieder. Oh, da kam der das. Da kam der Mana Burn. Und jetzt klopft er sich selbst. Und da kommt der Demon Hunter weiter rein. Aber jetzt muss er wieder stiften gehen, wenn der Blade Master sich in sicheren Schutz seiner Mainbase zurückzieht. Cloak of Shadows eingesetzt, um hier den Grunt, ja, den Zutritt zu verwehren, um den Grunt daran zu hindern, durch die Passage nach draußen zu kommen. Und er switcht mit einer Archer. Sehr schön, sperrt hier also Grubby gerade ein. Sehr schöner Move auf Seiten von Moon. Sehr schön hat er gesehen, er hindert jetzt Grubby mit den Grunts rauszukommen. Er move die Peons zum Wald und versucht hier also den Wald abzubauen, Bäume zu fällen, um dann rauszukommen. Booster Speed jetzt für den Team Hunter und er hindert also daran, den Ork auszukommen. Nur der Blady würde rauskommen im Windwalk. Der kann ja durch die Archer dann durchgehen, wie wir hier gerade sehen. Und der Blade Master steht kurz vor Level 2, hat mittlerweile auch sein Town Portal verkauft, also weitere 175 Gold für ihn. Der Tree of Ages, der Tag auf Tier 2 fast abgeschlossen auf Seiten von Moon. Und wir werden dann gleich die ersten Tier 2 Buildings sehen.
Mittlerweile haben wir den Blade Master also wieder draußen. Er bewegt sich jetzt an den Shop und wird sich hier jetzt die Boots kaufen. Läuft er direkt hinten? Nein, noch nicht für ihn. Die Boots wurden vom Demon Hunter bereits geholt. Also hier für den First Hero von Grubby gibt es da Seite nicht. Ja, Archer zieht sich zurück, kommt hier sogar noch weg. Sehr schön gemacht, also in der Sekunde. Und jetzt 25 Supply auf Seiten vom Nachtelfleisch. Und hier geht Grubby erneut creepen. Hat er das Item an diesem Spot bereits bekommen und will jetzt die Experience Points. Will das zweite Level für seinen First Hero. Will Level 2 für den Blade Master. Und er kommt es auch in der Sekunde. Critical Strike ist also für ihn, während Moon bereits seinen Tag auf die 3 in Auftrag gegeben hat und jetzt auch gleich die Agent of Winston auf in Bau geben wird. Der TC auch hier keine Überraschung. Wird natürlich mit der Shockwave versucht, den Area of Effect Damage dann gegen die Fans anzukommen. Und das Item geht an Grubby. Jetzt ist der Ring of Hell auf Seite von Moon. Sehen wir den Second Hero. Wir sehen den Beastmaster. Und Grubby schafft es erfolgreich, den Nachtelf wieder etwas zurückzudrängen. Und er muss sich erstmal in die Mainbase zurückziehen. Will sich hier auf keine Schererei mit dem Blade Master einlassen. Er weiß genau, der geht einfach wieder in den Windwalk, zieht wieder Leine und dann war's das. Ja, und hier sehen wir die Ancient of Winds, die wichtig sind für die Druid of the Talon. Und das Rune of the Watcher hat er auch noch bekommen beim Goblin Merchant. Also ein bisschen Map-Control mehr für Grubby, für den Niederländer. Und das ist natürlich immer wieder entscheidend in Warcraft, in Starcraft, in allen Strategiespielen eigentlich. Hier sehen wir den Town Chieftain, wie du schon angesprochen hast. Jetzt wird es wieder wahrscheinlich die Endurance Hour gehen. Später wieder die Shockwave, die so entscheidend sein wird, ob diese sitzt in den Druid of the Talon, in den Range Units, in den Range Castles des Night Elf Players. Tome of Experience für den Beastmaster. Und sofort gibt's hier den Mana Burn auf den Blade Master ins Snare von einem Forest Sword Trapper. Und jetzt meldet er sich. Aber der Rune of the Watcher steht auch da. Und damit geht die Archer down auf jeden Fall. Weitere Experience Points für den Blade Master. Staff of Teleportation und er geht runter. Er geht hier direkt runter. Da wurde gerade ein Gebäude abgebrochen auf Seiten von Moon. Wir haben leider nicht viel gesehen, was sich dabei gehandelt hat. Jetzt ist es erstmal creeping allerdings. Und hier muss er sich ein bisschen beeilen, denn von oben kommt der Nachtelf wieder. Der Demon Hunter bereits mit am Start. Natürlich geht es hier in erster Linie um den Forest Lord Warlord. Und der wird jetzt von beiden Seiten hier natürlich begehrt. Das Item aber zumindest der Surround auf den Beastmaster. Aber da kommt er raus. Hier hat ein Grunt Squall of Speed eingesetzt. Da muss er die Grunts zurückziehen. Da wird einer noch down gehen. Da fällt der nächste Grunt. Und jetzt geht es allerdings direkt auf den Beastmaster. Die Boots of Speed übergeben bekommt. Und Demon Hunter zieht sich in der Sekunde zurück. Noch keinen Snare auf den Raider. Und damit wird er hier wegkommen. Und erneut übergibt er hier das Item. Sehr geil gemacht, er lässt das Item für den Demon Hunter liegen, sodass der die Boots aufnehmen kann, schneller ist und doch noch wegkommt. Super Aktion von Moon, das hat er super gemacht und der Demon Hunter ist zur Belohnung auch noch auf Level 2 aufgestiegen, da der eine Grant gefallen ist. Und jetzt sehen wir das Druid of the Talon Master Training und das ist ein tolles Spiel, das hier Moon bis jetzt zeigt. Große Übersicht von ihm, zieht zuerst den angeschlagenen Hero raus, merkt, er hat trotzdem keine Chance, fürchtet natürlich auch, dass das Snare Upgrade für den Demon Hunter, dass der hier vielleicht noch anfällig wird. Aber dann übergibt er erneut die Boots. Geschickt gemacht. Und jetzt hier der Creep abgeschlossen auf Seiten von Grubby. Er findet die Belt of Giant Strength. Die Hitpoints des Tower Chiefs direkt mal auf 950 Hitpoints hochpusht. 37 Supply für den Orkspieler, für den Niederländer. Und der Koreaner mit den Druids on the Tail. Die ersten drei hat er am Start. Das Master Training in der Kö. Und jetzt zieht Grubby hier nochmal zurück, heilt sich mit seinen Healing Selves und wartet ab, bis der Nachtelf den Creep beginnt. Der Wisp wird hier direkt gesehen, geht auch down, wird nicht detonated. Kein Detonate auf den Wisp als weitere Experience Points für den Ork-Spieler. Und hier sehen wir im Bild das Master Training. Es dauert nicht mehr lang, dann ist der gefürchtete Cyclone am Start für den Koreaner. Und der Nachtelf wird natürlich hiermit versuchen, die Ork-Army systematisch auseinanderzureißen und die Units einzeln rauszunehmen. Ja, und jetzt braucht er natürlich dann seinen dritten Helden. Wir werden wahrscheinlich auch hier einen Tinker sehen. Dazu muss er erstmal zur Taverne kommen. Grubby war da ein bisschen um die Taverne angesiedelt mit seiner Army. Jetzt creept er endlich den Shop zu Ende, holt sich die Scrolls, die so wichtigen Scrolls, die wir auch im Spiel auf Secret Valley immer wieder gesehen haben, zwischen Hot und Grubby im Halbfinale. Jetzt Mana Burn auf den Blade Master, der den Spirit Link hat. Und das Item Wand of Mana Stealing für den Demon Hunter, für den First Hero. Der erste Cyclone im Spiel geht auf den Blade Master. Und jetzt erledigt der Ork hier noch schnell das letzte Creep. Aber insgesamt konnte er bei diesem Creep-Spot nicht wirklich auftrumpfen. Sowohl Item als auch die große Erfahrungspunkte gingen an den Nachtelfen, der den Beastmaster auch dank dem Tomb of Experience inzwischen sogar auf einem fast höheren Niveau hat als den Demon Hunter. Beide Heroes auf Level 2,5. Und gerade bei dieser Taktik natürlich die Summoning Units immens wichtig. Die Spanferkel, die Quillbeasts müssen auf 2 hoch, möglichst auch auf 3. Und er braucht natürlich noch die Tinker, braucht die Pocket Factory. Und hier der nächste Spot geht
an Ruby. Er bekommt Level 3 für seinen Blademaster. Potion Gator, hier geht mal auf seinen Down und schiebt der Steig ebenfalls auf Level 3. Auf damit die wichtige Shockwave jetzt auf Level 2 für die nächsten Fights. Und jetzt in der Sekunde kommt hier der Creep auf den großen Orgelot-Spot. Und jetzt haben wir auch schon wieder mal eine Blademaster entwickelt. Dann wird sofort gezeigt, ob wir denn es jetzt auf den Main-Creep geht. Und jetzt Ruby hier. Jetzt super gemacht! Nice! Er wirbelt den Creep in die Luft. Und jetzt muss er ihn hier mal holen. Jetzt muss, ja, da geht er und der kriegt die Spielpoint. Es ist der Nachtelf. Aber der Demon, der Blademaster, hat das Item hier bekommen. Medallion of Courage. Wer der Beastmaster jetzt mit dem Raider Battle oder geht oder auf den 3 für den Beastmaster. Oh, nice gemacht. Also jetzt muss er sich jetzt zurückziehen. Er zieht sich zurück. Mit Level die Wave. Da gehen nochmal 2 Jalen Sound. Also hier, recht ausgeglichen auf beiden Seiten. Die Units Sound. Die Experience ging, das Creep ging an den Nachthelfen, das Item an den Orgen. Und zum Schluss muss sich hier der Night Elf mit dem Town Portal wieder aus dem Geschehen zurückziehen. Ein schöner Creep-Check von Grubby. Und damit sollte der Nachteil, der vorher durch den Creep-Check von Evan Moon verursacht wurde, wieder ausgeglichen sein. Vollkommen ausgeglichenes Spiel. 49 gegen 45 zu 3 zugunsten des Orks. Jetzt ist der Tinker da, der dritte Held mit der Pocket Factory auf Seiten des Night Elf Players. Und wir sehen die Potion of Invulnerability auf Seiten des Tinkers hier. Und Level 3 für den Demon Hunter übergibt das Item an den Demon Hunter. Und den Staff of Preservation hat er auf dem Beastmaster. Mittlerweile hat der Ork-Player auch wieder ein Town Portal übrigens nachgekauft auf dem Blademaster. Der könnte sich auf den Fight zurückziehen. Und das ist immens wichtig, weil mit Cyclone konnte er da nicht mehr nur mit Scroll of Speed wegkommen. Claws of the Deck plus 9, Moon of the Watcher. Also der zweite Griefspot am Shop geht an Moon. Und jetzt kommt das Town Portal. Und jetzt wird es gleich zum Fight kommen. Und da portet er sich direkt neben den Ort. Jetzt zieht sofort zurück und killt allerdings vorher nochmal einen. Oh, killt zwei. Vorher nochmal schön einen Moonwell. Also der zweite Fall. Oder vergisst er hier einen seiner Spirit Walker. Der war zu nah dran und der geht down. Level 2 für den Tinker. Und wenn der hier auf 3 kommt, dann hat er die Summonings beide auf 2. Jetzt die Great Hall auf Seiten von Grubby. Er baut an der Close seine Expansion. Healing selbst auf Seiten des Tyrant Chieftain. Er braucht das Mana für die Wave. Und so langsam aber sicher entscheidet sich auch der Nachtelf hier in die Offensive zu gehen. Er kriegt weiter. Er will die Pocket Factory auf 2. Und jetzt geht es hier in die Volle. Oh, da geht nochmal die Gargantzi-Turtle down. Ja, und wie bereits erwähnt haben, er braucht die Potion of Mana auf den Downshift. Der Beastmaster kurz vor Level 4 die Potion of Greater Mana bekommen. Und jetzt mittlerweile auch die ersten Fairy Dragons auf Seiten des Night Elf Players. Und jetzt geht's in die Mainbase von Grubby. Wieder auf die Moonwells von Moon. Ähnlich wie auf Secret Valley gestern im Halbfinale. Spirtling gecastet, die Shockwave sitzt. Und der erste Moonwell geht down. Der zweite Moonwell wird ebenfalls down gehen. Und Moon ist im negativen Supply. Von hinten kommt der Demon Hunter. Und auch der letzte Moonwell wird wahrscheinlich fallen. Ja, er fällt auf jeden Fall Slayer auf den Demon Hunter, bekommt eine Critical Wave und die Info-Potion genommen in den letzten Moment. Was macht denn Moon? Moon lässt seine Units stehen, das kann es nicht sein. Was passiert denn hier beim Nachtelfen? Oh mein Gott, die Talents stehen immer noch unten. Was ist denn bei Moon bitte los? Ja, was ist da los? Die Pocket Factory wird gesetzt, ins Leer auf den Beastmaster, wieder Disenchant eingesetzt, wieder auf den Beastmaster, Crow Feeling eingesetzt. Jetzt ist der Beastmaster noch Disenchant. Die Einheit kommt wieder auf den Boden, der Satz am Beastmaster geht. Der Beastmaster down! Sowas hab ich noch nicht gesehen! Was ist das denn? Sowas darf einfach nicht passieren! Was macht ihr Moon? Das kann doch nicht wahr sein. Da baut er unten den Angel noch vor. Aber was ist denn hier bitte schön passiert? So ein Fehler auf diesem Niveau, in diesem Spiel. Das darf einfach nicht wahr sein. Ein absolut Riesenfehler hier. Von mir lässt alles stehen. Und das könnte ihn das Spiel kosten. Der Hero ist down. Er hat die Moonwells total geschnetzelt bekommen. Er ist im negativen Supply. Das sieht jetzt momentan nicht so doll aus. Für den Koreaner, da muss er jetzt mal richtig ranklotzen, um das wieder wegzumachen. Und da creept er den Spot zwischen den beiden Startpositionen. 36 Supply und 10 kann er nur tragen. Also nur der Tree of Ages ist da. Kein einziger Moonwell ist mehr da für Moon. Also da wird er so schnell nichts nachproduzieren können. Und auch nicht seinen Beastmaster reviven können, weil er hat keinen Supply. Und das ist für Moon natürlich ganz schön übel. Und für Grubby sehr, sehr gut, weil dadurch wird seine Expansion wahrscheinlich durchkommen. Auf der Startposition nebenan, die ist ja
ja schon durch. Das sind ja schon 5-4 und da wird schon abgebaut. Ein Engine davor als Ablenkung gebaut. Super gemacht natürlich nochmal von Moon, aber der geht jetzt down und kann damit keinen Schaden mehr anrichten. Und damit läuft die Expansion von Grubby und damit braucht Moon eigentlich auch eine Expansion, weil die Down bekommen wird er jetzt hier nicht. Grubby knüpft an seine Performance von gestern an. Der Tinker jetzt auf 3, der Demon hat auf 4 bei Nachthelfen. Aber Grubby, er diktiert das Geschehen. Er bestimmt, wo Moon hin muss. Er greift die Mainlace an, er harasst ihn. Er zwingt den Nachtelf immer wieder zu reagieren. Der Koreaner kommt nicht dazu, selbst mal die Initiative zu ergreifen. Stattdessen muss er immer aufpassen, was Grubby macht. Muss auf die Aktionen Zollenders reagieren. Und der dominiert jetzt die Map, holt sich dementsprechend auch den Orgelord, er lockt Creeps vor und entzerrt den Orgelord, der geht jetzt auch down. Level 4 für den Blade Master, Ancient Chang of Durance, Taran Chief Naura, wird er hier verkaufen, hat sie natürlich bereits auf dem DC, gibt für ihn Geld und jetzt läuft der Tinker runter, hat keine Staff Teleportation und droppt hier als erstes mal eine Pocket Factory, die jetzt natürlich die Passive, die Bienenline harassen soll, denn gleichzeitig die Mainbase attackiert wird vor Magic Damage, der Jaylance, er geht direkt auf den Burrow, aber da muss er jetzt wirklich aufpassen, wenn hier die Raider in die Flanke fallen, dann ist erstmal Schicht im Schach. Und Grubby, er geht erneut in die Mainbase. Kein TP. Jetzt der TP Cover sein von Moon 642 für Koreaner. Und er muss spawnen. Und er verliert den. Ashaf Elders. Er hat keinen Burn Hero. Machi. Was ein Timing vom Holländer. Es ist absolut nice. Er spielt es hier so professionell runter. Man merkt richtig, er will diesen Sieg. Er will dieses World Cyber Games gewinnen. Und er diktiert hier das Spielgeschehen. Das hat in der Form niemand erwartet. Und jetzt reagiert Moon. Er greift jetzt zum Einzigen, was möglich bleibt. Er holt sich den Hero an der Taverne und bereitet sich jetzt auf den Fight vor. Moon mit 48, Grubby mit 59 Supply. Und das ist jetzt wirklich kritisch für den Nachtelfen. Er muss den nächsten Fight für sich entscheiden. Er muss den Druck aufbauen und er muss diese Ex auch killen können. Hat immer wieder das Problem, dass er sich zurückziehen muss. Grubby macht das toll, er schindet hier Zeit und er weicht den Gegner immer wieder aus. Er will sich erst den Vorteil vorspielen, bevor er wirklich in den Fight geht. Ein Wahnsinnsspiel vom Holländer in diesem Finale. Ja, und jetzt der nächste Go, eben in die Mainbase. Stattdessen hat Moon jetzt die Pocket Factory wieder an der Expansion platziert von Grubby und wird wieder auf die Peons losgehen. Jetzt auf den Engine vor, sofort kommt die Shockwave und jetzt geht auf den Demon an den Snare. Bekommt dieser einfache Cyclone auf den Blade Master. Tonight ist noch wieder das Town Wall. Ein Grand fällt in diesem Moment Mana Flare. Der Beastmaster wird nochmal attackiert, aber steigt auf und geht nicht down. Und die Pocket Factory hat hier, also ihr Übriges getan, hat viele Peons gekillt. Hier sind nur noch zwei übrig. Einen sehen wir hier rauslaufen und einer baut den Orkuro. Und in der Mainbase die Peons, haben wir dazu auch noch. Wie wir auf der Minimap gerade sehen konnten, haben sich ein Teil der Peons noch in die Mainbase des Orks retten können. Also nicht alle hier gefallen, aber doch ziemlicher böser Rückschlag jetzt für Grubby, denn er musste hier natürlich erstmal auf das Mining verzichten, verliert dadurch Gold und jetzt ist der Nachtelf hier am Shop. Hier sehen wir noch kurz den Blade Master, der sucht natürlich jetzt auch nach seinem Gegenüber und im Inventar wieder mal die Scroll of Healing, zwei Stück hat er hier, um die Shockwave zu kontern. Und das muss auf jeden Fall jetzt langsam mal ein richtig guter Attacke kommen vom Nachtelfen. Ansonsten hat hier der Junge ein echtes Problem. Und jetzt geht er auf die Moonwell. Auf die Moonwell, sag ich schon. Grubby geht auf die Moonwell. Und auf der anderen Seite geht der Nachtelf auf die Burrows. Da muss er rein. Oh mein Gott. Jetzt sollte er sich vielleicht gar dazu nicht tun. Dann zieht er das Downboard. Auf beiden Seiten das Downboard. Also wieder kein Fight. Aber geht hier noch was down? Engine of One, das geht down. Und der Engine of Wind bleibt stehen. Ganz, ganz knapp. Und eine Pocket Factory, die kann sich natürlich mitporteln. Die bleibt in der Mainbase zurück von Grubby. Und jetzt geht's auf das Grillbeast, das ebenfalls zurückgeblieben ist. Grubby macht das gut. Er schindet Zeit. Er switcht immer wieder hin. Er läuft immer wieder in die Mainbase des Nachtelfen. Er verändert immer wieder seine Laufwege, um ihn nicht auf die Nachtelfenarmee zu stoßen. Er will Zeit schinden. Er hat die Expansion. Er weiß es. Er kann sich die Town Portals, er kann sie sich leisten. Und im Gegensatz zum Nachtelfen ist er hier eben in der Lage, über die zwei Goldminen immer wieder schön nachzukaufen, schön zu produzieren. Und er weiß genau, dieses Spiel wird im Long Run für ihn ausgehen. Er wird es für sich entscheiden können. Aber jetzt reagiert natürlich Moon. Er weiß, was Sache ist. Er weiß, was Grubby macht. Er weiß es genau und er muss. Er versucht es auch dagegen anzukommen, indem er hier die Fairy Dragons an die Expansion steuert, während es hier gerade zum Fight kommt. Und da fehlen ihm natürlich die Units.
Und da kommen die ins Leere, da kommt das Frühling, da kommen die Spurs gegen die Sammlung und die Wave ins Leere. Nur ein einziger Taylor hier erwischt, aber trotzdem. Grabby überrennt hier den Nachthelfer und setzt ihn ins Gericht unter Druck, erneut ein Helix voll. Aber da geht's auf die Taylor und Mut hat hier dicke Probleme. Die nächste Wave sitzt hier auf seiner Taunenschicht, denn jetzt geht hier immer wieder rein auf die Taylor. Die werden ins Leere, sie nicht mehr zurückgezogen werden können. Die Spirit Walkers sind in guter Sicherheit. Jetzt mittlerweile auch schon der erste Bad Rider gegen die Mana fährt. Fairy Dragons sind hier auch schon am Start. Das nächste Mana Burn auf den TC, der hat kein Mana mehr. Und die Potion of Mana hat er auch nicht mehr. Potion of Greater Healing hat er noch, aber da kommt er weg. Da kommt er weg, hat auch noch Scroll Speed im Gepäck. Spirit Walker auf der anderen Seite werden verfolgt von den Taylor. Kommen sie nochmal ran, um ein Cyclone zu zünden. Es sieht nicht so aus in diesem Moment. Und Grumpy ist in der Main Base, wird zum einen natürlich die Taylor, die gerade aus den Nation of Winds rauskommen, bekommen. Und zum anderen würde die Gebäude wieder attackieren. Jetzt auf die einzelnen Taylor geht wieder. Aber da ist alles rot, da muss er auch aufpassen. Da muss er richtig aufpassen. Das Team ist da. Und von unten kommen jetzt die Taylor entgegen. Da zieht er das DP. Da zieht er das DP. Er weiß natürlich, was die Sache ist. Und zieht sich hier sofort zurück. Aber wieder mal schön gemacht. Er zieht sich nicht einfach im Fight direkt zurück. Er splittet seine Arme in zwei Richtungen. Läuft mit der einen direkt in die Mainmess des Gegners. Richtet hier nochmal Schaden an. Ist mittlerweile auf 50 Supply und seine Expansion stark angeschlagen. Also Moon setzt auch diese immer wieder unter Druck. Mal mit dem Tinker, mal mit den Fairy Dragons. Aber er befindet sich immer noch in der Defensive. Und man sieht es sehr schön. Die Main Gold Mines, sie sind fast down. Und dann verfügt Grubby hier über das einzige Goldeinkommen im Spiel. Und dann muss hier Moon reagieren. Aber solange so sicher setzt er auch mal offensive Akzente. Und jetzt Mana Flare, bevor hier der Bad Rider kommt. Schön gemacht von ihm. Die extra Armor noch schön geused. Und hier geht's erneut auf die Use. Die sind noch nicht alle geil. Perfektes Timing von Moon. Und schöner Mana Burn. Schöner Mana Burn. Hier kommt die Pause Factory. Sofort ist es wieder auf Seite. Und nach der Fest geht immer direkt beim Vogelfeuer auf die Spirit Walker. Also da muss es auch Grubby auf Mann sein. Juli so stark angeschlagen. Und der Tower Chieftain ohne Mana. Da gehen die Raider down, einer nach dem anderen. Auch die Spirit Walker sehen nicht mehr frisch aus. Aber Moon, er sniped wieder angeschlagen. Juli sieht richtig raus. Er muss ja besser fokussen mit seinem Vogelfeuer. Aber der Tinker ist im Gefängnis. Und da geht der nächste Raider down. Einer, zwei. Das werden immer mehr. Der Tinker muss verletzt. Im letzten Moment Step of Preservation eingesetzt auf den Beastmaster. Und wieder ein Raider geht down. Und jetzt kriegt er noch den Spirit Walker. Das gibt's doch nicht. Hat 39 zu bleiben für Moon. 39 zu bleiben für Moon. Und Grubby hat dicke Probleme jetzt. Der hat dicke Probleme. Und da, was ist hier mit dem Demon? Der hat kein Zauber. Keine Motion. Und die Squad of Speed. Und er ist surrounded. Er ist surrounded. Aber jetzt geht's ab. Und der Blade hat die Potion geschluckt. Der Demon ist stuck. Da wird er gestafft. Und Grubby mit 19 Supply für den Ork. Das gibt's doch gar nicht, dass Moon dieses Spiel noch dreht. Das gegen die Expansion. Klasse, was der Junge zeigt. Perfekte Timing vom Nachtelfen. Er weiß, nach dem Fight, die Ork-Units sind stark angeschlagen. Er nutzt die Gelegenheit, greift sofort an. Die Healing Staffs können nicht schnell genug heilen. Und er stürzt sich auf die angeschlagene Armee seines Gegners, selbst frisch geheilt von den Moonwells. Und schafft es dadurch, diesen Vorteil auszubauen. Er dreht das Spiel, er zwingt Grubby jetzt hier in die Defense, trotz Expansion. Der Harris war erfolgreich. Grubby konnte den Economy-Vorteil nicht richtig nutzen. Jetzt hier erneut, also die Pocket Factory. Und jetzt geht er nach dem mit allem, was er hat, hier dem Ork entgegen. Und das sieht momentan gut aus. Ja, er muss jetzt hier auf die Tyros gehen. Das ist seine einzige Möglichkeit. 22 Supply hat er nur noch. Und bei der Expansion, wir haben es gerade gesehen, sind mittlerweile auch keine Peons mehr. Weil da war eine Quillbeast. Und die hat hier sich um die Peons an der Expansion gesucht. Und mittlerweile Nature's Blessing Upgrade. Deswegen ist die Tree of Eternity so schnell. Moon wird sich seine Natural Expansion sichern mit dem Tree of Eternity. Und er hat mittlerweile auch schon 7 Armor. Und damit wird Moon seinerseits natürlich gleich eine Expansion haben. Und wieder ist er parallel dazu bei der Expansion von Grubby. Tinker erneut die Pocket Factory an die Expansion. Über die Minimap konnten wir es kurz verfolgen. Hier sehen wir es im Bild. Danke an die koreanische Regie dafür. Und die richten hier richtig Schaden an. Die Clockwork Goblins, die pwnen hier alles weg. Da gehen die Peons reihenweise down. Killen die Economy von Grubby. Und das dürfte ihm hier nicht. Der Tod ist aufgezählt. Also down. Da geht Grubby als Verlierer aus dem ersten Spiel. Nun kann es drehen. Nun holt den Sieg. Das 1 zu 0 für den Koreaner. Ein Wahnsinns-Comeback von ihm hier. Was für ein sensationelles Spiel von Moon, von den Meteor Makers. Super gemacht,
Es sah wirklich besser aus am Anfang für Grubby, aber in einem super Fight hat er das nochmal rausgenutzt. Und vor allem dann dieses geniale Makro sozusagen, wo er die Quillbees und die Fairy Dragons zur Exe schickt und trotz des Ogboros von Grubby immer wieder die Expansion kicken kann. Und die zweite Map, die wird auch als Ork Valley bezeichnet. Also hat Grubby da durchaus eine Chance. Und wir hoffen uns natürlich für ein spannendes Finale, dass Grubby jetzt hier noch ein Spiel zurückfindet. Und die Chance wart auf einen zweiten Titel bei den World Cyber Games nach 2004. Ja, Fieber natürlich auch Cassandra mit Grubbys Freundin, die wir ja gerade eben noch mal kurz im Bild gesehen haben. Und er wird es alles dran setzen, alles perfekt zu machen, auf den zweiten Map zu gewinnen. Oh, 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 Moon hier also momentan im Vorteil und Grubby muss jetzt zurückkommen. Er muss hier jetzt zurückkommen und das wird natürlich schwer für ihn. Das wird schwer für ihn werden. Er hat sich schon ja fast als Sieger gewählt. Die Expansion war durch. Der Burrow stand ursprünglich bereits ebenfalls als erste Defense, aber er hat es nicht ganz umsetzen können. Immer wieder Moon, der hier die Expansion harassed hat. Trotzdem tollen, den tollen Ablenkungsmanövern von Grubby, der Main Base des Nachtelfenspielers attackt hat mit seinen Raidern, der immer wieder aufs Building Racing gegangen ist und es sehr, sehr gut gemacht hat. Aber Moon hat hier reagiert und letzten Endes der Economy-Vorteil, den sich Grubby erarbeitet hat, war nicht groß genug, als dass er ihn wirklich hätte umsetzen können. Natürlich ist ein harter Rückschlag für ihn.